Ich habe den ja schon mal in Paris getroffen und Neymar kommt einfach rein in dieses Studio und wir müssen da was aufnehmen. Das erste, was er einfach wortwörtlich sagt auf Englisch, ist: Was geht ab, Leute? Holz hier am Start, ihr wisst Bescheid, hier kommen wieder regelmäßige Videos und heute direkt wieder eine neue Reaktion. Nur diesmal keine Reaktion auf unsere Videos, sondern eine Reaktion auf ein Video von Neymar. Wirklich einer meiner Lieblingsspieler, kann man sagen, weil es einfach unfassbar Spaß macht, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen. Ja? Ist nicht so, dass ich den oft live gesehen habe, wobei hier und da vielleicht auch mal schon. Die ganzen Skills, die er wirklich immer ins Spiel mit einbringt, die ganzen Pannas, die Rainbow Flicks, die sind einfach nur krank. Der spielt so frech und verarscht die ganzen Leute. Ich feiere es einfach so. Deswegen gucken wir uns heute ein Video von ihm an. Und man kann ja auch an der Stelle eigentlich sagen, dass wir relativ viele Ähnlichkeiten haben. Also allein von den Haaren her, von der Frisur. Und er macht auch sehr, sehr viele Tricks. Die kann ich natürlich auch alle. Ich beherrsche das alles. Deswegen sehe ich mich schon so als der deutsche Neymar. An der Stelle schreibt doch gerne mal euren Lieblingsspieler in die Kommentare. Neymar ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler, kann man sagen. Ich feiere ja auch PSG allgemein, mega krass. Deswegen Grüße an Neymar. I love you, bro. Jetzt bin ich mal gespannt. Grüße gehen raus an den YouTube-Kanal, der das geschnitten hat. Ehrenmann. Oh, selbst aus seiner ganz alten Zeit sind hier noch Skills drin, ne? Ey, das ist so krank, was der Typ am Ball kann, ne? Einfach frech, einfach frech. Ja, okay, gab besseres gesehen. Ja, stellt sich einfach hin, chillt ein bisschen, macht ein bisschen Faxen, Alter. Ich feier den Cap. Oh, da haben wir den ersten Tanner. Und noch einen direkt hinterher. Alter, der lässt es einfach so einfach aussehen, ne? Ja, Digga. Niemand würde auf die Idee kommen, sowas im Spiel zu machen. Ronaldo schon? Okay. Und direkt mal zwei Spieler nass gemacht. Das Ding ist, der spielt ja auch gegen Profis. Der spielt ja nicht gegen irgendwelche Luschen. Ne? Er ist halt einfach nur mal... Boah, allein diese Körpertäuschung. Digga. Bei Barcelona war der halt auch schon echt krank. Oh, gegen Marcelo. Boah. Das tut weh. Das tut weh. Oh. Den kannst du halt auch manchmal nur stoppen, wenn du den umtrittst, ne? Alter. Man kann natürlich auch sagen, oh mein Gott. Man kann natürlich auch sagen, der lässt sich oft fallen und holt viel raus, aber oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon oh mein Gott gesagt habe. Alter. Einfach Rainbow Flick Pass. What? What? Warum? Digga, das ist unglaublich. Das ist auch natürlich der klassische Ego, der auch mal alleine geht. Aber er kann es halt auch so. Deswegen kann man ihm da... Oh mein Gott. Kann man ihm da keinen Vorwurf machen. Und noch ein... Alter. Alter. Wenn er dann noch das Tor gemacht hätte, Alter. Ein Clip für die Ewigkeit. Ja, der hat jetzt schon mehr Pannas gegeben in diesem Video, als ich überhaupt Tore jemals geschossen habe. Das ist echt krass, was sein Ballgefühl angeht. Und ja, vielleicht mag er arrogant sein und bei vielen dann auch unbeliebt, wenn er sich immer fallen lässt, aber er kann sich zumindest auch einiges drauf einbilden, so wie er Fußball spielt. Ja, da steckt ja auch was hinter. Ich kann nicht mal so einen Ball annehmen. Boah, schon wieder zwei Leute nass gemacht. Boah, Abona Pass in den Lauf, schön. Oh mein Gott.
Ich glaube, der ist auch so einer, wenn der keinen Panner im Spiel gibt, dann war das für den kein erfolgreiches Spiel. Hauptsache lieber ein Panner anstatt ein Tor. Der geht echt, war echt oft auch drunter, ne? Okay, das sind dann auch mal Fouls, da kann man sich auch mal fallen lassen, aber dieses Theatralische ist dann vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu krass. Das 3-4 mal rumrollen, das kann ja schon mal sein lassen. Krass, wir haben noch kein Tor von ihm gesehen. Wir haben bisher nur Skills und Dribbling gesehen, ne? Aber das ist auch das, was ihn ausmacht. Alter, wie ist er denn da über den geflogen? Die Spieler kommen halt einfach nicht hinterher. Du kannst den unnormal schwer verteidigen. Wieder durch die Beine. Boah, Junge! Alter, IQ-Play des Grauens. Das ist jetzt mit pinken Haaren, ey. In jedem Club hat er auch eine andere Frise, ne? Boah, Junge, das ist wirklich pervers. Das ist pervers. Ich hätte gerne Lust, dann noch weiter zu spielen, ohne Witz. Wenn das einer so mit mir macht. Kein Wunder, dass der immer umgetreten wird. Der provoziert das ja auch. Okay, das war schon an der Stelle. Das war nur ein kleines Video von seinen besten Skills, von seinem besten Dribbling. Aber es ist wirklich ein Augenschmaus. Also ob man ihn hasst oder ob man ihn liebt, da gibt es wahrscheinlich noch nicht viel dazwischen. Man muss sich einfach eingestehen, der Junge ist richtig gut am Ball. Und diese Tricks sind einfach insane. Also Props gehen raus. Ich gucke dem richtig gerne zu. Deswegen würde ich den auch gerne nochmal live richtig im Stadion sehen, in Action. Ich habe ihn zwar schon ein paar Mal live getroffen, aber eigentlich nie beim Spiel. Ja, deswegen vielleicht ergattert man dann auch irgendwann nochmal ein Foto mit ihm. Das wäre auf jeden Fall richtig krass. Und kurz noch eine kleine Background-Story zu seiner Art. Ich habe ihn ja schon mal in Paris getroffen, als wir damals das Brawl Stars-Video mit PSG in Paris gedreht haben. Und da war sowohl Mbappé und auch Neymar vor Ort. Und Neymar kommt einfach rein in dieses Studio und wir müssen da was aufnehmen. Und das Erste, was er einfach wortwörtlich sagt auf Englisch, ist: Wann ist diese Scheiße hier eigentlich vorbei? Grüß dich raus, Alter. Was bei dem Jungen los ist, das weiß ich auch nicht, aber der hat halt einfach so seine Momente, seine Phasen und der will, glaube ich, auch einfach nur kicken und hat da damals auf dieses Video auch gar keinen Bock gehabt. Aber da ist noch im Vorfeld was anderes passiert, da hat den irgendwen genervt, deswegen war der wahrscheinlich auch so abgefuckt. Aber ja, lustiger Typ und krasse Fußballskills. Das war's schon wieder mit dieser kleinen Reaktion. Lasst gerne ein Like da und ein Abo auf Eri. Ihr wisst Bescheid, hier kommen auch wieder regelmäßiger Videos. Ich werde durchziehen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, wenn ich auf andere Fußballvideos reacte, und gerne auch Vorschläge, auf was ich noch so reacten soll. Also Neymar war schon auf jeden Fall richtig krass. Aber da gibt es noch einige andere Videos. Deswegen stay tuned, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!